Ihr liebt es, ich liebe es. Fredbear & Friends Left to Rot. Ein FNAF-Game, was ich schon mal gespielt habe, aber ich habe andere Spiele gespielt. Aber wir machen weiter. Test Room 2. Hatten wir das nicht schon mal? Ich glaube, das hatten wir doch schon mal, oder? Glaube ich nur. Das sieht mir sehr, sehr bekannt vor. Also, wenn ihr nicht wisst, habe ich das nicht schon mal in einem Video? Nee. Kann nicht sein. Das muss... Nee, das hatten wir noch nicht. Okay, sorry. Hab mich verwechselt mit einem anderen Game. Ich weiß, peinlich. Da ist Freddy und Bonnie. Und Chica ist... noch nicht da. Alright. Anscheinend müssen wir immer auf 0% sein. Also, sonst kriegen wir sehr wahrscheinlich eine Vergiftung. Und Bonnie ist unterwegs. Warte. Okay, hab gedacht, vielleicht ist da ja jemand. Warte. Das ist Chica. Sonst ist niemand im Schacht. Hoffentlich. Warte, das war ein Sound. Oh mein Gott, Digga. Hallo? Okay, so funktioniert. Das war mir ein bisschen zu nah. Könnt ihr aber verstehen, oder? Ihr seid meine Community, ihr müsst mich unterstützen, also. Und wir haben es geschafft. Ein Video hat 3000 Aufrufe. Ich will mich bedanken, einfach nur, dass so ein Video einfach mit so einer kleinen Reichweite einfach so viel Aufrufe bekommt. Ich weiß auch nicht warum, aber vielen Dank. Ich sage einfach nur Danke. Das hilft mir so sehr. Denn ich habe einen Traum. Also nicht der Traum, ich habe eher gesagt eine Mission. Auch nicht eine Mission, wie nennt man sowas? Er sagt. Ja, kann man schon Traum nennen, aber ein Traum ist etwas, was sich nicht erfüllt, also nicht existiert. Und wenn es passiert, dann war das eher gesagt eine Vision oder eine Aufgabe. Also Träume sind etwas, was nie passiert, würde ich sagen. Und Freddy. Also meine Meinung nach. Ihr könnt mich ja gerne sagen, ob das stimmt oder nicht, ob mein Glauben gut oder schlecht ist, wie ich denke. Und ich mag das. 6 Minuten, wie eine richtige Nacht. Passiert nicht viel. Foxy fehlt... Foxy fehlte, wollte ich gerade sagen. Deswegen kann man Licht ausmachen. Bin ich klug? Klugscheiße. Ja. Yep. Okay. Ah ja, und viele wollten mit mir ein Video drehen. Also mit so einem kleinen YouTuber. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mit in einer meiner Videos seid. Ich überlege auch schon, in den Livestream zu machen. Aber ich wollte ja bei 500 Abos machen. Soll ich es auf 250 Abos verringern? Schreibt das unten in den Kommentaren. Also sage ich jetzt nur so. Ich bin noch nicht so groß und also noch nicht so eine große Reichweite. Also es ist sehr einfach mit mir Videos zu drehen. Schreibt einfach unten in den Kommentaren,
dass ihr mit einem Video machen wollt, dann werde ich erstmal gucken, ob ihr korrekt seid, also ob ich überhaupt Videos drehen kann, dass ihr nicht so sagt. Erstmal wieder. Okay, ich glaube, das darf einfach nur nicht auf 100 sein. Okay, Bonnie ist wieder da. Ich mache wieder auf 0%. Ja, war ja klar, dass es bei der letzten Minute noch abgeht. Ich mache dann wieder auf 0 schnell. Bonnie ist noch nicht da. Schnell wieder auf 0. Das war. Komm. Digga, Freddy geht noch mal rein. Und er ist drinne. Bonnie war gerade da. Ihr habt's gesehen, Digga. Einfach Risk. Einfach no risk, no fun. Press Space to begin tape. Das Golden Freddy. Also. Nicht mal richtig, da ist die Maske und dein Körper in Einzelteilen. Hello there. Today's lesson will be going over Springlock suit cleaning. Part of Okay. Fazbear Entertainment's motto is being clean with a bit of sheen. Wir sollen diesen So you'll need Suit to einem work on that one. Golden But Freddy you sauber know, machen. safety and cleanliness comes first. So, first of all, make sure that you have correctly separated the suit parts, as shown in the diagram on page 124 of the Dass employee wir jeden manual. einzelnen Part Make sure that abgemacht you haben also und have the dass wir. parts laid out on a table. We should be able to easily clean the parts. Das Cleaning the ist parts dann will help einfacher with the zu fast sauber machen, growth. glaube ich. Just start out by getting a can of our recently manufactured fast spray, which can slowly soak and sparkle the suit over the time span of about 6 hours, just in time for the next morning. So go ahead and start spraying the suit, making sure that no electronics were left inside of the suit after removal. Lol. Good job, rookie. In the next tape, we will be covering how to safely exit the suit. Oh, and remember to smile, you're the face of Freddy Fazbear's Pizza. Jetzt haben wir es sauber gemacht. Ne, das machen wir. Wir sehen uns beim Hauptmenü. Da bin ich auch wieder. Der Hintergrund passt sich immer an. Das habe ich nicht gemerkt. Habe ich wirklich noch nicht gemerkt. Also könnt ihr eigentlich sehen, was als nächstes Video passiert. Also erahnen. Ihr könnt das auch selbst spielen. Left to Rot, Freddy Fazbear, bla 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 bla. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Und bis dahin. Ciao!